Das ist hoffnungslos. Das ist hoffnungslos, das geht nicht. Ich wechsle mal den Teamkollegen. Vielleicht fährt der mal ein gescheiteres Bike. Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber das Problem ist halt einfach, ich kann nicht viel ändern teilweise. Manchmal, da fährt halt einfach einer mit, der ist zu stark. Und ja, was will ich da machen? Also, wechseln wir mal den Teamkollegen. Vielleicht hat einer der anderen aus meinem Team ein gescheiteres Bike dafür. Nehmen wir mal den D'Annunzio. Okay, gut. Jetzt haben wir das mal geändert. Mal schauen, was der D'Annunzio für ein Bike fährt. Das würde ich ja eigentlich schon vorher wissen wollen, bevor ich überhaupt auf der Strecke fahre, aber das kann ich nicht. Zumindest wüsste ich nicht wie. Okay, dann warten wir halt nochmal und schauen, was der Gegner fährt. Beziehungsweise mein Teamkollege. Ich muss einfach irgendein Bike fahren, das zumindest für Punkte gut ist. Mehr muss der nicht. Er muss einfach ein Bike fahren, das für Punkte gut ist. Die 15 Punkte hole ich ja so oder so schon. Also schauen wir mal, was fährt er? Eine RG 500. RG 500, ja, das kann gut gehen. Das kann gut gehen. Schauen wir mal. Wenn ich zumindest eine Position hätte, wo mein Teamkollege stehen würde. Das wäre ja auch schon gut. Und weg. Das Bike ist einfach richtig geil. Dann bekomme ich die anderen normalerweise nie mehr zu Gesicht. Weiß zwar jetzt nicht, was der hinter mir noch fährt. Aber er scheint auch ein starkes Bike zu fahren. So für ein Bike ist hinter mir. Habe ich hier jetzt eingestellt?
ich wissen würde, wo mein Teamkollege steht. Er steht zumindest schon mal besser da, aber ich denke auch, das wird nicht reichen, wenn die Roten einfach zu stark sind. Ja, so gibt es viele Punkte. Wenn ich wenigstens eine Farbe hätte vom Team, das näher an mein, das eigentlich klar erkennbar wäre von der Farbe hätte. Zum Beispiel dieses Dunkelblau. Das wäre ja schon was, aber naja. Kann ich ja leider nicht erwarten, ne? War nicht gut. So, was sind meine Gegner gefahren? Also jetzt war wieder Zweiter oder Dritter oder noch schlechter. Ja, Zweiter. Toll. Für was krampfe ich mir den Arsch ab, wenn der nichts schafft, mein Teamkollege? Michael Smith, Matteo Pezzotti, ja, zumindest 3 Punkte hat er geholt, aber es ist trotzdem nicht genug. Also, was fährt der Pezzotti? Das ist ja wirklich interessant, was hat der für ein Bike? So, Pezzotti, Kawasaki ZXR57. Okay, mit der RG500 kommt man offenbar auch nicht viel weiter nach vorne aus mit der Triumph. Also noch ein letztes Mal werde ich das Rennen fahren, halt nochmal mit einem anderen Teamkollegen. Ja, von mir aus zurück zum World Tour. Gut, also. Dann ändern wir mal den Teamkollegen auf Angno. Das ist er mal die rechte Hand. Und wenn das nicht klappt, dann wechsle ich wieder auf Ortega. Er muss nur ein einigermaßen gescheites Bike haben zu fahren, dann geht das. Zum Beispiel eben die 57er ZXR oder GXR, GSXR. Dann würde es ja schon einigermaßen hingehen. Aber schauen wir mal. Bin da echt gespannt, was der fährt.
Gut, also. Dann schauen wir uns mal an, was der für ein Bike fährt. Eine Scrambler Icon. Ach, die ist nicht viel besser gewesen, habe ich das Gefühl. Naja, man kann sie ja mal versuchen. Dann habe ich es wenigstens versucht. Und wenn nicht, dann muss ich halt einfach warten, bis ich einen besseren Teamkollegen holen kann. Ja. Ich sollte vielleicht noch das Getriebe einstellen. Das habe ich ja beim letzten Mal auch gemacht und damit fällt er dann auch nicht um. So. Also, ich weiß nicht, was der mit dem Scrambler Icon anrichten kann, aber eigentlich hätte ich es ja sehen müssen, die ist auch nicht unbedingt sonderlich konkurrenzfähig gewesen. Trotzdem schauen wir mal. Wenn es irgendwo eine Option gibt, die Teamfarbe zu ändern, dann würde ich es sofort tun. Damit ich es gesagt habe. Hätte ich vielleicht früher drücken können. Gut, das gelbe Team ist jetzt sehr gut dran. Keine Ahnung, was mit meinen Teamkollegen steht. Kommt ja nicht nur darauf an, wie gut der Teamkollege ist, es kommt auch noch darauf an, welches Bike er fährt. Und das ist halt ein bisschen Glückssache. Wenn alle das falsche Bike fahren, um zu gewinnen, dann reicht's, dann kann man gewinnen, wie man will, aber es reicht einfach nicht. Ich werde dann noch nachschauen, was ich machen muss, damit die Token verbraten werden. Beziehungsweise, ich werde dann mal nachschauen, wie man Token gewinnen kann. Das wollte ich sagen. Weil schon seit einer Weile stecke ich bei 5 Token fest. Vielleicht muss ich ja irgendeinen zuerst mal besorgen, bevor ich einen anderen überhaupt auswählen kann. Das kann natürlich sein. Schau mal, vielleicht kann ich in den Spieloptionen auf dem HUD irgendwas ändern. Nein, kann ich nicht. Gamma-Option, nein, nichts gut. Schade, kann nichts ändern, ich kann auch nicht unbedingt auf der Karte schauen. Wo mein Teamkollege jetzt platziert ist, was ich jetzt wirklich, wirklich gerne wissen würde. Wenn schon irgendeine zweite Anzeige gäbe, wo dann, wenn es eine zweite Anzeige gäbe, wo stehen würde, wo mein Teamkollege ist, das wäre natürlich nützlich. So muss ich immer raten und ich denke, der ist jetzt mal ganz unten, irgendwie auf dem 15. Platz oder so. Normalerweise sind wir immer das blaue Team gewesen, ich nehme jetzt mal an, dann sind wir hier auch. Ich kann da wirklich nur schätzen, wo mein Teamkollege da gerade ist. Aber wenn mein Teamkollege dunkelblau ist, dann ist er irgendwo auf dem 15. Rang herum, würde ich mal behaupten. Wow.
Wow. Das war jetzt mal krass. Und gar letzte. Wie gesagt, nebst dem Bike geht es ja auch noch irgendwie ums Talent. Und da jetzt meine Teamkollegen nicht gerade sehr talentiert sind, habe ich natürlich Probleme. Nicht nur, dass sie nicht stark genug für diese Klasse sind, sondern auch noch mit den falschen Bikes ausgerüstet sind. Das wird schwierig. Weil selten reichen 15 Punkte allein. Da muss schon jemand noch mithelfen. Da ja irgendwie die ersten 12 oder so Punkte kriegen, kann es natürlich relativ schnell sein, dass man von zweiten auf den dritten und noch weiter herunterrutscht. Wie man sieht, ist das jetzt schon wieder passiert. Ja, 10, 9, 12, 6, 15, 0. Und auch hätte der Teamkollege mir 3 oder 4 Punkte geholt, das hätte einfach nicht ausgereicht. Gut, also dann ist schon mal klar, ich muss irgendwas machen, damit ich mehr Token gewinne. Damit, dann kann ich hier auch diese Rennen gewinnen. Aber solange ich das nicht kann und nicht weiß, wie ich mehr Token gewinne, kann ich da nichts tun. Für das nächste Mal werde ich mich auf jeden Fall informieren, wie ich da etwas herausholen kann. Das ist jetzt interessant. Wie komme ich zu mehr Token? Mit dieser Frage werde ich mich beschäftigen und damit verabschiede ich mich mal für heute. Man sieht sich beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und tschüss, ne?